Hallo und herzlich willkommen auf meiner Waldlichtung. Mein Name ist Alabaster Epiphanie Quixotico Baum. Die Vornamen sind komisch, das finde ich auch. Dafür ist der Nachname besonders einfach. Baum. Ich bin eine uralte Eiche. Seit 847 Jahren, vielleicht ein paar Tage mehr oder weniger, lebe ich in diesem Wald. Ich bin so glücklich, dass ihr gekommen seid und mich heute besucht. Ich wollte gerade meine liebste Weihnachtsgeschichte lesen. Macht es euch gemütlich. Ich puste eben den Schnee von meinem Märchenbuch weg. So. Jetzt kann ich besser vorlesen. Also, es war einmal vor langer Zeit ein schneebedeckter Wald, in dem wundersame Dinge geschahen. Aber nur, wenn niemand hinschaute. Eines Abends, als die Sterne am Himmel erschienen, war es im Wald ganz besonders leise. Mucksmäuschen still. Nun ja, beinahe. Auf einer Waldlichtung, auf einem Felsen, schlief eine wunderschöne Waldfee. Ihr Name war Fatigue. Oh, wenn ich mich noch ein bisschen recke und strecke, dann kann ich sie sehen. Was sie für ein sagenhaft schönes Kleid trägt, es ist weiß. Mit Rüschen, Federn und Spitzen. Sogar kleine silberne Schneeflocken sind in ihren Rocksaum eingewebt. So viel Glitter habe ich nicht mehr gesehen, seit Cinderella mit ihrem Prinzen Walzer tanzte. Und das war vor 300 Jahren. Gut, manchmal ist Fatigue ein bisschen unerzogen. Aber sie ist so schön. Ihr werdet sie noch kennenlernen. Ich höre Musik. Oh, das wird bestimmt noch ein aufregender Abend. Hops-Chigoing. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Da kommt Hobo der Hase auf die Lichtung gehoppelt. Ehrlich gesagt meine ich, dass er für einen Hasen unglaublich groß geraten ist. Seht euch nur diese Füße an. Tigoing. Egal, er ist ein netter Hase. So, nun sollte ich aber zur Geschichte zurückkehren. Wie ich schon gesagt habe, es war einmal vor langer Zeit eine verschlafene Waldfee, ein riesiger Hase und eine schneebedeckte Lichtung im Wald, auf der wundersame Dinge passierten. Aber nur, wenn niemand hinschaute. Tigoing. Ist das nicht eine wundervolle Nacht? Eine gute Nacht zum Hopsen, würde ich sagen. Hops, tschigoing. Oje, ich denke, ich bin nicht in der richtigen Laune zum Hopsen. Morgen ist Weihnachten und ich bin allein. Wieder mal. Es wäre so schön, dieses Jahr an Weihnachten einen Freund zu haben. Aber seht nur, jetzt stehen die Sterne am Himmel. Sind sie nicht wundervoll? Ich zähl die Sterne am Himmel dort. 2, 3, 4. Obwohl die Nacht so schwarz, so kalt, die Sterne leuchten mir. 1, 2, 3 Mal wünsch ich von diesem Weihnachtsstern. Du wirst scheinen für mich und zeigst mir den Weg zu dem Ort so weit, so fern. Zu dem hellen Weihnachtsstern.
und dieses Jahr bin ich allein, ganz allein. Und nur die Sterne hören mich, sie werden bei mir sein. 4, 5, 6 Schritte jetzt folge ich dem Weihnachtsstern. Und ich finde den Traum und ich sehe den Weg. Meine Hoffnung ist nicht fern. Mit dem hellen Weihnachtsstern. Ah, ich liebe diesen Frieden und die Stille auf der Lichtung. Was ist das? Oh, eine echte Waldfee. Ist sie nicht wunderschön? Sie schläft auf dem Felsen, aber sie schnarcht. Okay, sie könnte ein wenig an ihren Manieren arbeiten, aber das macht mir nichts aus. Oh, ich danke euch, ihr lieben Sterne. Es ist Weihnachtsabend und ich bin nicht mehr allein. Juhu! Tschigoin, tschigoin, tschigoin! Was ist das? Oh, da kommt jemand. Hört sich an wie eine ganze Truppe von Waldfeen. Ich verstecke mich besser. Bin mir nicht so sicher, wie sich Waldfeen in Gegenwart eines riesigen Hasen fühlen, aber wo soll ich mich bloß verstecken? Mr. Hobo? Der Baum kann sprechen? Eine Armee von Waldfeen? Was kommt als nächstes? Hey, warten Sie mal, Herr Baum. Sind Sie nicht Alabaster Epiphani Quixotico Baum? Sie sind doch im ganzen Wald bekannt. Auch wenn das stimmen mag, dies hier ist nicht der richtige Zeitpunkt, über meinen Ruhm zu sprechen. Schnell, versteck dich hinter mir. Okay, aber zuerst muss ich der schlafenden Waldfee noch was sagen. Mach es kurz, beeil dich. Ich mach es kurz, ich beeil mich. Tschigoin, tschigoin. Geh nicht fort, kleine Waldfee. Warte auf mich. Ich komm zu dir zurück. Ist wirklich versprochen. Beeil dich! Versteck dich! Die anderen Waldfeen sind im Anmarsch. Tschigoin, tschigoin. Sieh zu, dass deine Ohren nicht rausgucken. Ups, tschigoin. Und tu mir den Gefallen und hopse nicht hinter mir herum. Tschigoin, tschigoin. Oh, ich danke dir so sehr. Oh, Herr Baum, ich kann von hier hinter Ihrem dicken Stamm überhaupt nichts mehr sehen. Was ist denn da los? Da hinten am Rande der Lichtung sehe ich 4 Waldfeen. Ach, die kenne ich ja alle. Sie sind immer zusammen. Faxana, Fertino, Faluna und Flip. Faxana müht sich gerade ein wenig mit ihrem Rollstuhl ab. Sie ist eine, die sich immer für alle verantwortlich fühlt. Ganz anders als Fertino. Er ist ein Waldgeist und hat immer etwas, worüber er lachen muss. Und das, obwohl er der einzige Mann unter den Feen ist. Die dritte im Bunde ist Faluna. Sie zupft sich an den Haaren herum. Sind die etwa blau? Kein Wunder, sie ist ewig damit beschäftigt, ihr Make-up und ihr Haar zu richten. Und dann kommt noch Flip. Lass dich warnen, Mr. Hobo. Flip liebt es, zu singen. Aber was machen Sie hier? Es ist Zeit für die Festtage. Sie sollten längst zurück im Feenland sein. Sie suchen ihre schlafende Freundin da drüben, die schöne Waldfee. Mit diesem Schnarcher finden Sie Fertige sofort. Psst, leise, hier kommt Faxana in ihrem Rollstuhl. Fertig? Wo bist du? Ach, da. Oh nein, nicht schon wieder. Musst du denn immer so laut schnarchen? Hallo, ihr drei! Ja, wo seid ihr? Hier sind wir! Oh, das ist Mimi! Oh, das ist Mimi!
Sehr anmutig, wirklich. Dort ist sie. Und es hört sich an, als ob sie schläft. Oh nein! Nicht schon wieder! Ich befürchte, dass unsere liebe Fatigue wieder einmal eine höchst unpassende Zeit gewählt hat, um einzuschlafen. Oh, das letzte Mal, als uns so etwas passiert ist, haben wir beinahe den Rosenmontagszug verpasst. Sie schlief am Straßenrand ein. Selbst als 200 Funke-Mariechen in Truthahn-Kostümen vorüberzogen, wurde sie nicht wach. Nein! Ja, es war schrecklich. Obwohl diese Truthahn-Kostüme klasse aussahen. Und wisst ihr noch, als sie mitten bei der Ostereiersuche einschlief? Wie peinlich! Peinlich! Der Osterhase stolperte über sie, rollte den Berg hinunter und alle Ostereier in seine Korbwolle kaputt. Nein! Doch! Ich wette, der Arme hat immer noch Eierschale hinter seine Ohren. Also, ich weiß nicht, was ihr andere Feen denkt, aber ich weigere mich strikt, sie auf meine Schulter zurück ins Feenland zu fliegen. Meine Flügel sind so zart, um solch eine Fee zu schleppen, die immer nur pennt. Außerdem, meine Lieben, würde so etwas einfach meine Frisur ruinieren. Hohoho, Ihre Frisur! Fatino! Das ist nicht lustig! Entschuldigung. Wenn sie nicht bald aufwacht, wird es uns nicht mehr möglich sein, pünktlich zum Weihnachtsfest zurück im Feenland zu sein. Hat irgendjemand irgendeine Idee? Ich! Ja, Flip. Und welche Idee ist das? Oh, hab ich vergessen. Vergessen? Ich weiß doch. Ich werde für sie ein Lied singen. So wundervoll, dass sie davon aufwachen wird. Oh nein! Wo sind meine Ohrenstöpsel? Stille Nacht, heilige Nacht. So klappt das nie. Lass mich mal machen. Immerhin sind wir Feen. Wir zaubern jetzt. Wo ist mein Zauberstab? Oh, da liegt er ja, neben meinem Lippenstift. Ene, mene, mene, meh, wachst du nicht auf, beiß ich in deine Zeh. Ah. Warum machen wir uns eigentlich die Mühe, diese bescheuerten Zauberstäbe mit uns herumzuschleppen? Warum? Sie sehen traumhaft aus, aber sie funktionieren nie. Nie! Wach auf, Fatigue! Fatigue? Wenn du nicht aufwachst, werde ich niemals pünktlich zu Hause sein. Ich will meine Weihnachtsgeschenke aufmachen. Es ist eine wirkliche Weihnachtstragödie. Wach auf! Weder Schreien noch Schimpfen nützt etwas. Ich habe eine Idee. Und was für eine? Fatino? Das ist nicht lustig. Ist schon gut, Entschuldigung. Ob wir sie vielleicht mit Kitzeln wach bekommen? Einmal richtig durchkitzeln. Faxana, hast du die magische Feenfeder mit dabei? Ja, ich glaube, sie ist gleich hier in meiner magischen Feentasche. Manchmal ist Kitzeln wirklich die einzige Lösung. Wo ist sie denn? Ja, wo? Oh. Ah, ja. Hier ist die magische Feenfeder. Ah. Sieh zu, ob du sie damit wachkitzeln kannst. Zuerst die Füße. Klappt nicht bei den Füßen. Vielleicht unter dem Arm? Nächster Vorschlag. Hey, Faxana, hast du die magische Feenfisch in deiner magische Feentasche? Oh nein! Nun, Falona, du weißt, ich gehe niemals irgendwo ohne den magischen Feenfisch hin. Obwohl er so grauenhaft stinkt. Aber immerhin hat er mir schon oft geholfen und hat böse Feinde in die Flucht geschlagen. Es hat immer geklappt und es wird immer wieder klappen. Ich bin 100%ig sicher. Oh,
Der magische Feenfisch hat einmal nicht funktioniert, ja, ja. Als du versucht hast, ihn gegen den Troll zu benutzen. Das war, weil er sich Bananen in die Nase gestopft hatte. Oh ja, stimmt. Es kann nichts klappen bei einem Troll mit bananenverstopfter Nase. Mit verstopfter Nase? Fatino? Das ist nicht lustig. Nun gut. Fatig muss endlich aufwachen. Ja. Es ist nicht nett, den magischen Stinkefeenfisch bei einer Freundin zu benutzen. Nein. Aber wir müssen es ausprobieren. Feen, nehmt die Stinkposition ein. Ihr wisst, was ich meine. Kauert euch langsam herunter, haltet eure Nase zu, schließt die Augen und nehmt einen tiefen Atemzug. Zählt bis drei. Eins, zwei, drei. So, nun komm mal raus aus meiner magischen Feentasche. Du grüner, glibbriger Fisch. Ich habe noch nie so etwas Ekliges gesehen wie dies. Und gerochen auch. Wenn Fatigue von dem Gestank nicht wach wird, dann weiß ich auch nicht weiter so. So, jetzt hängst du genau vor ihrem Gesicht. Klappt nicht. Dann winke ich mal mit dem toten Stinkefisch direkt vor Fatigs Nase. Funktioniert immer noch nicht. Sie muss doch etwas merken. Es funktioniert nicht. Mir wird ganz schlecht. Weg mit dir, du elender Stinkefisch. Ganz weit weg mit dir. Au. Das war der Troll. Diesmal hat er wohl eine freie Nase. So, Feen, jetzt könnt ihr wieder tief durchatmen. Der Fisch ist weg. Fatigue schläft immer noch wie ein Stein. Unglaublich. Vielleicht sollten wir Fatigue einfach schlafen lassen. Wir kommen nach den Feiertagen wieder und holen sie ab. Ja. Oh, aber was ist, wenn sie am Weihnachtsabend aufwacht und merkt, dass sie ganz alleine ist? Oh. Es wird ja eine Leere sein. Los, kommt schon, Feen. Lasst uns zum Abflug fertig machen. Es ist spät und meine Flügel werden langsam schlapp. Okay, Feen. Wir haben keine Zeit mehr. Schließlich wollen wir an Weihnachten zu Hause sein. Gerade kommt eine warme Brise auf. Wir werden eine angenehme Rückreise ins Feenland haben. Moment noch. Lasst uns vor unserem Abflug für Fatigue das Winterschlaflied hören. Wunderbar. Ich höre es so gerne. Leise, Flip. Es ist ein Schlaflied. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen, bis das die Nacht vorbei. Schlaf gut, mein Schatz, und träume was, das einmal wirklich sei. Haltet euch für den Abflug bereit. Herr Baum, Sie können doch jetzt nicht einfach abhauen und Fatigue allein lassen. Es ist doch Weihnachten. Tja, Mr. Hobo, dann musst du dahin hopsen und sie aufhalten. Aber sie könnten Angst vor mir kriegen. Ich bin doch so groß. Damit müssen die Feen zurechtkommen. Nun gut, aber ich hoffe, ich erschrecke sie nicht zu sehr.
also los. Hops, Chico. Nein, nein, wartet, lauft nicht fort. Oh, ich wollte euch wirklich keine Angst machen. Es ist nur, weil ich weiß, was es heißt, an Weihnachten alleine zu sein. Oh. Völlig alleine, ohne Freunde und ohne Familie. Ach, du Arme! Wenn Fatigue nun aufwacht und entdeckt, dass ihr weg seid und sie alleine gelassen habt, wird sie sehr traurig sein. Ach, übrigens, ich bin Mr. Hubo. Ich bin ein Hase. Ein Hase? Ja, Süßere, du bist der größte Hase, den ich jemals gesehen habe. Hören Sie, Mr. Hobo, ja. Wir müssen pünktlich zum Weihnachtsfest im Feenland zurück sein. Der Rest unserer Familie ist dort und erwartet uns. Wir haben alles nur Erdenkliche versucht, um Fatigue aufzuwecken. Nein, nicht alles. Was? Ich habe euch von dort drüben aus beobachtet. Hinter dem Baum war ich. Oh, Hase. Nun gibt es auch noch riesige Hasenspione, die sich in den Wäldern verstecken. Ich habe nicht hinter euch her spioniert. Es ist nur, weil ich Fatigue versprochen habe, dass ich sie während ihres Schlafes beschütze. Ach, wie süß. Oh, Hase. Ja. Und nun, Hase, habe ich eine Idee. Bitte, 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 Mr. Hobo. Wenn Sie eine Idee haben, dann sagen Sie uns bitte, was Sie vorhaben. Also, als ich noch ein kleines, zartes, niedliches Babyhäschen war, ja, da hat meine Mutter mich immer mit einem Kuss auf mein rosa Näschen geweckt. Oh Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, es funktionierte immer, auch wenn ich besonders tief geschlafen habe. Hat es gekitzelt? Oh, ein wenig. Aber vor allem habe ich gemerkt, dass mich jemand lieb hat. Soll ich mal versuchen? Ja, bitte, bitte, bitte. Ich denke, es ist besser, meine Ohren hochzuhalten. Ich möchte nicht, dass sie mir in die Quere kommen. Okay, Fatigue, wir zwei sind dran. Ein netter, dicker Kuss direkt auf deine Nase. Oh, guten Morgen. Es hat geklappt! Sie ist aufgewacht! Ups, jetzt ist es schon wieder passiert. Ich war so aufgeregt, dass Weihnachten ist. Und immer wenn ich furchtbar aufgeregt bin, muss ich mich schlafen legen. Ups, habe ich Weihnachten verpasst? Nein, du hast noch genügend Zeit, um bis Weihnachten zu Hause zu sein. Guck mal, hier wartet deine Familie auf dich. Oh. Ja. Ja, aber wer bist du denn? Wer? Ich? Ja, du bist ein Hase. Ja, das weiß ich. Ich habe von dir geträumt. Ein riesiger Hase, der mich auf die Nase küsste. Ich fühlte mich sehr geliebt. Oh, das war kein Traum. Es war die einzige Möglichkeit, dich zu wecken. Mein Name ist Mr. Hobo. Oh, ich danke dir, Mr. Hobo. Ohne dich hätte ich das ganze Weihnachtsfest verschlafen. Es wird Zeit für uns, zum Feenland zurückzukehren. Mr. Hobo, wir danken Ihnen für Ihre Hilfe. Sie haben Fatigue wach bekommen. Wir haben alles probiert, aber nicht mit Liebe. Das nächste Mal sollten wir es auch so versuchen. Ob ich vielleicht etwas Liebe in meine magische Feentasche packen kann? Das muss ich noch austüfteln. Nun müssen wir aber wirklich los. Doch zuerst möchte ich Sie mit zu uns in das Feenland einladen. Zu Weihnachten. Oder auch länger, wenn Sie möchten. Oh, ich bin aber keine Fee. Ich bin ein Hase, ein riesiger Hase. Ich kann nicht fliegen. Mr. Hobo, nur wenige von uns können wirklich fliegen. Aber wenn wir unsere Fantasie benutzen, können wir erreichen, was wir nur wollen. Ja. Ja, zum Beispiel sehe ich für Sie vielleicht nur aus wie eine Fee in einem Rollstuhl. Und ja. Sie mögen für mich wie ein zu groß geratener Hase wirken. Ja. Aber wenn wir unsere Augen schließen und unseren Träumen folgen, können wir alles sein, was wir nur sein wollen. Und wir können überall dorthin gelangen, wo wir hinwollen. Schau mich nur an, ich schwebe umher. Frag mich nicht wie, es ist gar nicht schwer.
Auch in der Luft bin ich die, die ich bin. Ich habe Flügel fliegen gelernt. Sieh, wie ich gleite, hab mich schon entfernt. Wie ein Vogel so frei ziehe ich dahin. Braucht doch Flügel. Haben wir die Ersatzflügel in der magischen Feentasche? Hier sind sie. Oh, ich danke euch so sehr. Ich habe Feenflügel. Ich möchte jetzt überall hinfliegen. Starten. Ja! Alle fertig zum Abflug? Ja! Mr. Hobo, ja? Nehmen Sie die Flugposition ein. Wie geht das? Was ist das? Flugposition? Welche Position Sie mögen, Mr. Hobo. Wenn der Geist frei ist und das Herz unbeschwert, dann können Sie auf jeder Brise mitschwingen. Jetzt aber auf ins Feenland. Ja! Feen, okay. Wenn ich eure Namen rufe, fliegt so hoch und so weit, wie eure Träume euch tragen können. Oh ja. Faluna? Fertig zum Fliegen. Fatino? Fertig zum Fliegen. Fatig? Fertig zum Fliegen. Oh ja. Flip. Soll ich erst etwas singen? Flip. Okay. Fertig zum Abflug. Mr. Hobo? Ja? Ich werde als Nächste abfliegen, um zu sehen, ob dort oben alles in Ordnung ist. Meine Feenfamilie neigt dazu, in Schwierigkeiten zu geraten, wenn ich sie zu lange alleine lasse. Ihr Name wird aufgerufen werden. Aber ich kenne mich mit dem Zaubern nicht aus. Oh, darüber denke ich aber anders. Mr. Hobo, schließlich können Sie Feen wachküssen. Roxana. Ich sehe Sie im Feenland, Mr. Hobo. Ja. Denken Sie daran, Sie sind der Nächste. Okay? Ich bin fertig für den Abflug. Ich bin der Nächste. Juhu! Ein Zuhause an Weihnachten. Ich fühle mich wie der glücklichste Hase. Ich meine, wie die glücklichste Fee in der ganzen weiten Welt. Oh, Herr Baum,
Beinahe hätte ich vergessen, Ihnen für Ihre Hilfe zu danken. Sie haben mich mit Ihrem mächtigen Stamm und Ihren kräftigen Ästen beschützt. Vielen Dank. Und fröhliche Weihnachten, Alabaster Epiphani Quixotico Baum. Fröhliche Weihnachten, Mr. Hobo. Ich meine, ich habe deinen Namen schon rufen gehört. Ich bin sicher, in deiner Fantasie wirst du weit wegfliegen. Ganz weit weg. Wenn du mich besuchen möchtest, kannst du das immer tun. Ich werde hier sein. Los jetzt, Mr. Hobo. Wo immer du hingehst, ich weiß, dass du bald dort sein wirst. Ich träume mich an jeden Ort, 1000 Stunden fern von hier. Fertig zum Abflug! Hops, tschigoi! Weg ist er. Einfach weggeflogen. Oh, ich wünsche ihm, dass er wundervolle Weihnachten erlebt. Was für eine fabelhafte Geschichte. Aber nun bin ich müde. Ich glaube, heute Nacht werde ich von riesigen Hasen und von Feen und von Zauber in der Winterluft träumen. Ist es nicht traumhaft, was alles im Wald passiert, wenn niemand hinschaut? Schlaf schön und sanft, Mann, und fliege fort von hier. Erheb dich übers Sturmgebrach. Fröhliche Weihnachten euch allen. Fröhliche Weihnachten. Das Ende.